Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf dem Strong Living YouTube-Kanal. Es ist wieder mal soweit, es ist Wettkampfwochenende. Alex hinter der Kamera, ich vor der Kamera auf einer wunderschönen Raststation am Weg nach Linz, weil da findet heute die NAPA-Weltmeisterschaft statt und wir haben Wolfgang wieder am Start und sind wir mal gespannt, was das heute werden wird. Auf alle Fälle haben wir Hausaufgaben gemacht, Wolfgang ist gut in Form. Aber das werdet ihr nachher noch sehen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Fahrt vor uns und ja, dann geht's ab. So, da bei Wolfgang angekommen, mitten in der Idylle hier. Das ist echt komplett der Wahnsinn. Wie im Urlaub. Also mich wundert es nicht, dass du so entspannt bist die ganze Zeit. Das ist wirklich ein Traum. Wir werden jetzt dann dein Homegym mal ein bisschen begutachten. Ja. Und dann werden wir dich ein bisschen begutachten und schauen, wie es ausschaut. Erste Mahlzeit ist drinnen? Genau, erste Mahlzeit ist schon drin. Die anderen zwei sind gepreppt. Perfekt. Erste Mahlzeit war 40 Gramm Eiweiß, 250 Gramm Kohlenhydrate und 25 Gramm Fett. Genau. Wie waren die 250 Gramm Kohlenhydrate? Die waren ja schon ein bisschen Arbeit in einer Mahlzeit. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Und so ähnlich machen wir es eh jetzt über den Tag über, aber da werden wir nachher noch kurz drüber reden, werden wir ein bisschen ausführlich erklären, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Genau. Und dann ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Rückenpose hättest du weiter aufmachen können. Ja. Also da hat man gemerkt, du warst ein bisschen zu, einfach ein Latt rausholen, einfach schön aufmachen. Geh nochmal rein. Ja. Du merkst eh, also was mir so taugt, wenn du nämlich einen Doppelbizeps von vorne machst, da, gell? Wir sind wieder super frei. Da merkst du nämlich ganz, ganz stark, es zieht wirklich bis ganz oben. Super, mit einem Pump wird das ein Traum werden. Sehr schön, wirklich. Also mit Pump, das wird ein Wahnsinn. Das wird echt ein Wahnsinn. Vorfahrt noch ein bisschen nachzogen. Vorfahrt nachzogen, das merke ich nämlich von gestern auf heute, wie ich die gesehen habe, wie wir eh zuwiegend gefahren sind, habe ich schon gesehen, dass die Farbe schon dunkler ist. Aber mir gefällt auch, wie so mein Schultergürtel ausschaut, mir gefällt, wie die Brust ausschaut und Co. Und ich weiß, heute wirst du mal voll. Weil man merkt schon ein bisschen am Look und auch wenn du zum Pumpen anfängst, merkst du, wird es gleich greifen. Aber ich würde den Plan ganz normal weiterverfolgen, weil Bauch schaut super aus, Verdauung geht, Rückseite schaut auch gut aus. Das passt alles. Pumpen müssen wir dann noch an sich, dass wir das alles, was wir gegessen haben, reinkriegen. Aber das ist schon gut. So, da, jetzt haben wir schon das Home-Gym gesehen, einen kleinen Formcheck gemacht. Ja. Es läuft alles. Jetzt haben wir gesagt, jetzt werden wir ein bisschen aufklären, was wir eigentlich von der NPC bis zur NAPA Worlds, also bis heute, gemacht haben. Die NPC Austria war ja am 28. April. Ja. Da haben wir ein Durchschnittsgewicht von 88,4 Kilo in der Woche gehabt. In der Woche vom Wettkampf. Bewegung war immer 8.000 bis 10.000 Schritte. Cardio war immer 5x 20 Minuten in der Woche, also 100 Minuten in der Woche. Und ein tiefster Stand an Kilokalorien waren 3.000 Kilokalorien. Das war 2 Wochen vor der NPC Austria. Ja, genau. Und seitdem haben wir eigentlich Bewegung immer gleich gelassen. Wir haben den Trainingsplan abgeändert. Geändert, ja. Genau. Nach der NPC
haben geschaut, dass wir einfach viel auf die Brust gehen, viel auf die Schultern gehen und Co. Ja. Genau, und auf die Arme. Und tatsächlich haben wir jetzt von 28. April bis heute, 15.06., ist heute, gell? Ja, das ist der 15. Fast perfekt. stetig die Kilokalorien erhöht und sind bei 4.300 Kilokalorien angekommen. Also 1.300 Kilokalorien über dem, was der Wolfgang bei der MPC Austria gehabt hat. Und das Körpergewicht ist diese Woche im Schnitt so circa bei den 89,4 Kilo, also so ein Kilo drüber. Genau. Genau. Wie war das für dich? Es war am Anfang eine Arbeit, also 675 Gramm. Wir wollten es nicht sagen. Ja, 675 Gramm Carbs. Carbs ja. Am Trainingstag. Das ist nämlich fast die Menge, die was ich auch habe in der Offseason. War gar nicht so easy, dass ich das einbringe. Und bin mir vorgekommen, ich war eine 4 in der Woche lang. Ja, aber es hat mir auch gut geholfen in der Regeneration, im Training, weil ich habe echt viel Dampf gehabt im Training. Und ich habe gut geschlafen. Und ich glaube, das bringt, wie soll ich sagen, das trägt auch, glaube ich, dazu dabei, dass wir diesmal auch nur einen frischeren Look, glaube ich, ja, haben. Definitiv. Weil ich viel, viel regenerierter auch noch bin und natürlich auch voller. Voll. Und nicht so, was nicht diesen ganz ausgezahlten Look, genau, sondern einfach einen erholteren, volleren. Hart und voll. Hart und voll, genau so ist es. So wie es sein soll. Genau so wie es eigentlich saß wird, ja. Voll. Wenn man sich das nämlich anschaut, es sind jetzt am Tag waren das ja 1300 Kilokalorien nachher mehr. Also wir haben das schon so schrittweise hochgesteigert, obwohl wir nach der MPC gleich mal einen guten Sprung nach oben gemacht haben. Ich glaube, es waren 800 Kilokalorien so um einen Dreh. Ich habe aber auch mein Gewicht fast konstant gehalten. Und also das liegt nämlich daran, dass also es wurde nicht der Stoffwechsel aktiviert, nee, überhaupt nicht. Tatsächlich glaube ich, und das hat man auch gemerkt, dass beim Wolfgang Trainingsleistung wieder stark nach oben gegangen ist und durch die Trainingsleistung einfach sehr viel verbrannt worden ist. Weil wenn man es jetzt mal ausrechnet, 1300 Kilokalorien Überschuss am Tag, müsste er eigentlich 1,3 Kilo pro Woche zunehmen. Und das ist eben nicht passiert, weil eben er mehr nachher übers Training verbraucht hat und wahrscheinlich auch nicht hochgegangen ist, also Non-Exercise-Activity, Thermogenesis. Und da merkt man einfach, er hat wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr zum Gestikulieren angefangen, ein bisschen mehr die Mimik wieder mit und so, weil das kann schon über die Wettkampf-Prep sehr stark einschlafen und die Leute fangen sich dann wirklich weniger zum Bewegen an. Das macht tatsächlich extrem viel aus und ich denke, dass er dadurch einfach wirklich mehr zum Verbrauchen angefangen hat, was sehr positiv ist, weil Training ist ja unser höchstes Gut, was Muskelaufbau angeht und Muskelerhalt angeht und diese ganzen Dinge. Und ich glaube, da haben wir sehr viel Energie einfach wieder da im Training auch verbrauchen können. Und dadurch, weißt du, hast du auch die schöne Muskelmasse gut erhalten, beziehungsweise glaube ich, dass sogar ein kleiner Rebound-Effekt dazugekommen ist. Und die Härte. Es fühlt sich so an, wie wenn was dazugekommen war, so im Schulterbereich. Ja, mir vorkommen. Definitiv. Genau. Und da muss man ja auch sagen, dadurch schaut der Wolfgang vielleicht ein Ticken härter aus, weil die Muskulatur voller ist und stärker gegen die Haut drückt. Und tatsächlich vom Körperfettgehalt glaube ich nicht, dass es runtergegangen ist, sondern dass es ziemlich gleich geblieben ist. Vielleicht sogar ein Ticken mehr geworden sein könnte. Aber dadurch, dass die Muskulatur voller ist, drückt es einfach stärker gegen die Haut. Und jetzt werden wir heute nachher sehen, wie das Ganze auf der Bühne ausschaut, weil unsere Hausaufgaben, die wir von der MPC mitgenommen haben, waren Rückenpose, Ellbogen ein bisschen tiefer, nicht mehr so weit oben. Das zweite war, dass wir schauen, dass du einfach voller kommst. Weil in der Vorwahl war ich noch nicht zu 100% voll und im Finale dann schon. Wir haben halt da schon zwischen Vorwahl und Finale haben wir noch mal kurz was reingeschaufelt. Und da muss ich aber auch immer sagen, weißt du, das ist immer, geht auf meine Kappe. Aber das war also das erste Mal, dass wir wirklich erste richtige Prep gemeinsam. Und ich sage, wenn ich da einen ersten Wettkampf habe, gehe immer auf Sicherheit. Immer auf Sicherheit. Und nehme dann aber diese Learnings mit und wende sie dann beim zweiten Wettkampf an. Das haben wir jetzt gemacht. Genau. Und heute drückt man nicht auf die Bremse. Wir haben tatsächlich für diese Ladestrategie 3 Ladetage eingeplant gehabt, wo wir jeden Tag 750 Gramm Carbs geplant gehabt haben aber dann
den gestrigen Tag, also einen Tag vom Wettkampf, genau den dritten Tag auf 1000 Gramm Carbs erhöht, weil es der Wolfgang auch gebraucht hat. Also man hat es an den Bildern erkannt und auch am Gewicht. Das Gewicht ist nämlich nicht durchs Laden hochgegangen, sondern eher gleich geblieben. Und ein bisschen muss es schon hochgehen, damit da gute Muskelfüße zusammenkommt. Und deswegen haben wir da gestern nochmal erhöht und das hat super funktioniert. Genau, so, die 1000, die sind wirklich super leicht eingegangen, muss ich sagen, mit 5 Mahlzeiten haben wir das einverleibt. Und ja, eine ist schon drinnen. Ja, heute haben wir eine Mahlzeit schon drinnen, wie wir eh vorher unten gesagt haben, mit den 250 Gramm Carbs. Davon folgen noch 2. Ich mache mir nur Sorgen um die Verdauung von Wolfgang. Er wird nachher eher ein bisschen spazieren gehen und so. Wir werden auch uns genug Zeit nehmen, vor der Bühne ordentlich aufzupumpen, weil das wirkt ganz, ganz stark beim Wolfgang auch. Und wenn wir beim Wettkampfort sind, schauen wir uns dann noch das Licht an, um zu sehen, wie viel Schichten Farbe brauchen wir und wie viel Öl brauchen wir, genau, damit wir da auch den besten Look erzeugen können. Dass das dann alles perfekt passt. So schaut's aus. Schauen wir mal. Schauen wir das Licht an. Super. Kamera oben. Ha! Kamera oben. Und der ganze Welt oder ganz Europa? Ganz Europa. Ich darf Sie bitten, kommen Sie herüber. Zu den Details, weil soll ich mal die Dame. Schau mal. Licht ist echt beschissen, muss ich sagen. Ja, aber Licht ist komplett beschissen. Ja. Das ist eine Katastrophe. Du darfst nicht dunkel sein. Das gefällt mir gar nicht. Das ist Katastrophe. Das Licht ist super matt. Mattes Licht. Ja, mattes Licht. Dann haben sie ein kaltes Licht. Das ist kein warmes Licht, merkst du? Das ist ein kaltes Licht eigentlich. Und ja, ich sag's einmal so, eine Farbschicht wird wahrscheinlich reichen noch. Und noch ein bisschen Öl, nicht zu viel. Wie viel Flüssigkeit hast denn du jetzt? 200. Super, perfekt. Ich darf nichts Falsches sagen, aber für Weltmeisterschaft. Katastrophe. Der Alex. Was? Ich hab gerade gesagt, für Weltmeisterschaft Katastrophe, dreh mich um und jetzt kann man nichts. Was sagst du, Alex? Ein bisschen Austria war besser. Gut aus. Komm mal raus. Das hast du ein bisschen ausgesagt. Schau doch mal die Medaille. Wie groß das ist. Was? Die Medaille. Das ist die Buchkarte. Also, steht da vor. Eine Volume. Boah, ist das schief. Das ist wirklich gescheit, oder? Das kannst du zum Schneiden. Ja, aber stell dir vor, wirklich so, er hängt so um und sie voll um, was schwer ist. Das ist ja auch richtig. Es ist ein Halker. Thank you.
siehst, was für ein geiles Sau du bist. Ja, schau mal, du kriegst einen guten Pump rein und der Bauch komplett frei. Und da sind wir in einem beschissenen Licht, was ich da gefilmt habe, gell? Aber siehst du uns eigentlich im Bauch? Schau das an. Passt hinten, so passt es ja, glaube ich. Ja, genau, da. In Latt da. Ich muss mir in Latt einfallen lassen. Ja, wichtig ist, dass du aber nicht zumachst, sondern einfach aufmachst, dass der offen bleibt. Aber er schaut sehr gut aus. Fast. Schau. Oh, der Doppelbizeps. Schaut super aus. Und da, die Seiten schon. Super. Hast du die Brust da drauf? Und dann noch. Schau den Bauch. Also dann so eine Crunch auf Zeiten, gell? Mhm. Gefällt dir? Passt schon, oder? Passt schon, ja. Bis oben. Passt schon. Schau, wie fein, weißt du, alles fein. Ja, du hast noch keinen Pump drin. In der Schütterung drin. Du hast noch keinen Pump drin. Warte mal ab, bis du wirklich Oberkörper aufpumpst, Rücken aufpumpst. Weißt du, gehst da aus wie ein Schwergewichtsbodybuilder. Na wirklich, das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Was wirklich nur wichtig ist, hey, die gehen da, das darf man ja fast nicht aufnehmen, aber die gehen da alle so aus, weißt du, wenn du da rausgehst, die so groß machst, zum Bam, stößt die eine. Ja, das ist es. Ich will diese Energie haben. Ich erst aussehen. Ja, da will ich wirklich diese, ich will das, weißt du, dass sie die denken, boah, geile Klasse, und dann so. Nein, der erste war gut. Das ist ja das, weil der erste Bild, was aussieht. Ja, und da musst du. Das ist der erste Eindruck von der Klasse. Ja, genau so ist es. Und alle anderen müssen da dran knüpfen. Ja, und da musst du einfach strollen. Einfach strollen. Mache. Geht gut werden. Das ist wirklich sauber. Sehr, sehr sauber. Was mir immer fällt ist, weißt du, wenn du so ein Lackler bist wie ich, von da hinten starten, das ist einfach eine Katastrophe, überhaupt mit viel Gewicht. Und zwar ein Einsatz, das ist immer geil, der nachher ausfällt. Das kommt jetzt als Attachment dort, wo es passt und Sinn macht. Ja. Einfach wirklich die Starthilfe, weil ja, genau. Aktuell helfen sie viele ab mit den Holzklötzen, klassisch. Ja, ja, voll. Und das wird dann bei vielen Geräten als Upgrade kommen. Weißt du, was ich glaube ich echt gut finden würde? Wenn es einfach nur ein Magnet mit einer Kette und einem Block geben wird. Magnethaus drauf, Ketten, Block, Hammer. Weil dann fällt der Holzblock auch nicht immer runter und das Ganze. Macht schon viel aus. Nein, also das sind wirklich so sinnvolle Upgrades, die auch laufen kommen von Gymleco. Ja. Es ist auch jetzt gerade, also der Gründer selber baut nach wie vor noch eigenständig die Geräte und bei dem ist wirklich, also der macht sich Feedback an und er ist eine Beratungsresistenz und wirklich geil. Dinge, die Sinn machen, ja, werden dann einfach dementsprechend umgesetzt. Nein, ist geil. Fühlt sich echt gut an. Also derzeit einer der Hersteller mit der besten Biomechanik. Also das ist ja gerade so das Thema Biomechanik, Kraftverläufe, Bewegungskurven etc. Ja, schon. Und da ist sicherlich jetzt Gymleco einer der besten, die du am Markt kriegst. Im Prinzip ähnlich wie die alten Hammer Strength von früher. Ja. Mit kleinen Verbesserungen wie Sitzverstellungen etc. Also so ungefähr kann man das ja erklären. Wobei ich es immer wieder lustig finde, dass ich eigentlich die Maschinen dann in der gedehnten Position am leichtesten da werden und in der verkürzten Position am schwersten nachher. Weil du merkst, wenn du die ja andruckst, der Hebelarm geht gegen 90 Grad. Das heißt, Hebel ist am größten, Maschine ist am schwersten. Und das finde ich immer interessant, warum man es nicht einfach mal ein bisschen umgekehrt baut. Unterschiedlich bei der sitzenden Chesspress ist es beispielsweise, dass die immer hinten relativ schwer ist, weil du da die meiste Kraft hast. Und ja, von der Bewegungsamplitude selber, klassisches Bankdrücken, bringst du die Gelenke in eine gerade Linie. Ja. Ergo, du wirst stärker. Ja. Bei der, die konvergiert. Ja, gut, du gehst vorne wieder zur Mitte hin und in dem Moment wird der Brustmuskel sogar etwas schwächer bei der Konvergenz und deswegen sind die vorne leichter. Also quasi bei allen Geräten, bei der zum Beispiel identisch, am Ende, wenn du beginnst abzuschwächen, kommst du aber wirklich in die Spitzenkontraktion. Weil das ist immer der Scherz, an den Maschinen müsstest du eigentlich Paarschluss fahren, weil, um alles rauszuholen, weil du merkst immer bei den Athleten, sie kommen am Ende nicht mehr in die verkürzte Position. Wenn du da Techno-Gym anschaust, Katastrophe. Also Techno-Gym wird nämlich so schnell, so viel schwerer und das ist wirklich eine Katastrophe, wenn du Leute dran trainieren lässt und die nachher nur noch am Ende die Paarschuss rauskämpfen, weil die kommen nicht mehr in die gestreckte.
Das ist spannend. Eben bei vielen von denen so der Punkt, dass du sagst, du bist wirklich in der Endphase der Bewegung, du kommst in die Endspitze. Ja, genau. Seithebe ist so ein klassisches Beispiel, die wird nach oben dann wirklich relativ leicht, aber was passiert bei den meisten nach oben ist du der. Ja. Und da hast du einfach wirklich schwerer, leichter, Spitzenkontraktion, kurz halten ja. Und dann wieder schön kontinuierlich nach unten. Super. Das ist da sehr gut gelungen bei einer sehr großen Range. Voll. Na, aber genial. Bei dir ist es ja ähnlich. Weißt du was, ich halte das nur ein bisschen hin, gell? Genau. Wenn du beginnst aus der Startbewegung, relativ schwer, ja. Wird schwerer, bis der Kipppunkt beginnt. Und hier wird es relativ leicht, einfach wirklich um die Spitzenkontraktion ordentlich zu halten. Ja. Wieder schwerer. Super. Und natürlich Stackloaded hat doch noch mehr ein anderes Trägheitsmoment wie jetzt Also die sind extrem platzsparend, extrem günstig auch. Stackloaded ist natürlich immer das Thema, die Maschinen werden einfach eine Spur größer, aber ja, sie fühlen sich noch mehr Spur weicher an. Ja, logischerweise. Definitiv. Na, sehr cool. Also, Gymleco. Sollte man sich mal anschauen. Sehr schön. Bin super happy. Thank you.
Regina. Ich bin so aufgeregt. Ich bin glücklich. Ich bin sehr glücklich. Mach die immer wieder groß, komm! Mach die groß! Sehr gut! Aber die Judges haben die ganze Zeit auf ihn geschaut und er hat sich so gut präsentiert. Okay. Immer wenn jemand eine Bauchpose gemacht hat, hat sie neben ihn gestellt, hat die Bauchpose gemacht. Super, wirklich. Okay, any front pose of your choice. Pose from the front. Any pose of your choice. Any pose from the front. Okay. Yes. Ich glaube, er ist in die ersten drei. Pose. Left side oblique. Left side oblique. Yes. Sehr gut, Wolfgang. Come on. Mach dich groß! Schön groß! Das ist deine, komm on! Mach schön auf! Schön auf, Mocke! Mach schön auf! Jawohl! Jawohl, genau so! Bitte? Brust hoch! Aber herzlich. Mach dich groß! Mach dich groß! Come on! Post on the front. Ich weiß nicht, was die sagen. Okay. Left side of the bridge. Left side of the bridge. Aber jetzt nein, der zweite von links war im ersten Ding drin. Und so wie der Wolfgang auch. Ganz spannend. Ich verstehe es gar nicht. Jawohl! Sehr schön! Groß machen! Groß bleiben! Hau den Bauch raus! Den musst du nachher noch raushauen. Bauch musst du nachher noch machen. Jawohl! Sehr gut! Okay, thank you. 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 Das ist Men's Physik, Alter. Perfekt. War absoluter Wahnsinn. Also wir haben das Paket von der NBC noch einmal getoppt. Noch einmal deutlich voll im Schultergürtel und die Teile waren super schmal, Bauchmuskeln sind super kommen und Co. Was ich da auch sagen muss, Wolfgang, super Dominanz auf der Bühne gezeigt. Also du bist da oben gestanden, nicht so hippiesig oder so, sondern wirklich dominant, wie eine Mauer. Ja, voll. Also es war wirklich ein Traum. Ich kann es leider null einschätzen, wie sie judgen. Ich habe nämlich schon bei ein paar anderen Klassen mitgeschaut und habe ein paar Entscheidungen nicht ganz verstanden, muss ich nachher die Judges fragen. Aber wir warten jetzt einfach mal ab, was rauskommt. Und wenn wir Feedback nachher brauchen, dann holen wir es uns ein. So ist das. Wie war es für dich? Wie war es für mich? Lass dir mal reden. Da. Wie war es für mich? Es war der absolute Wahnsinn. Also es war, ich habe meine individuelle Präsentation gemacht und dann bin ich hinten im Line-Up gestanden und ich habe, glaube ich, eine Viertelstunde lang nur gepostet. Ich habe einen Schulterpump, das ist der Wahnsinn. Aber wie gesagt, ich kann es auch null einschätzen. Ich war im ersten Callout bei drinnen. Ich habe immer guten Blickkontakt mit dem Headjudge gehabt und die haben das erwidert und hat viel Sicherheit gegeben. Und ich bin gespannt aufs Finale. Wir werden jetzt da nochmal gescheite Hitten abreißen und ist egal,
welche Platzierung das wird. Wir haben Corona. Wir haben das Paket geschlagen von der NPC. Das ist das Wichtigste. Beim Laden ist es ja so schlimm, du hast eigentlich nur noch Bock auf irgendwas Salziges, irgendwas Bekanntes, weil das Ganze war für gerade richtig gut. Und die Marmelade. Aber ich glaube, jetzt reicht es. Ja, passt gut. Nicht. Ja. Mach dich groß! Okay, guys, let's pose down. Music time. Pose down! Come on! Ich hätte so gerne ein Stativ. So, come please in to the front, few steps to the front, to the line. Thank you. And I will mention six athletes which are in final. And before, I bet also, bitte kommt mir auf die Bühne. Unser Upper-Weltmeister in der Klasse 1 Physik über 45, Josef Strömer in Mexiko. Gott sei Dank. Und so bitte noch die Lara Salazar aus Mexiko, die Veranstalterin war, als der Josef Weltmeister wurde. Jetzt sind sie ersten sechs aus. Number 191, Heather Fortes Cano from Mexico. Please go a few steps back to the ring. That's right. 192, Marvin Paul from Germany. Yeah.
these competitors are not in final, you will get medals. Noch anhören, wieso, weshalb, warum, weil das finde ich schon spannend. Nein, hätte ich überhaupt nicht geglaubt. Sage ich da ganz ehrlich, so wie es ist. So, thank you very much. Verstehe ich halt überhaupt nicht. Aber ich muss die Judges noch erfragen, weißt du. Ja. So, meine Lieben, wir haben uns jetzt die beste Kulisse ever ausgesucht vor dem Restaurant, wo wir gleich essen gehen werden. Ich bin kein Mistkübel, einfach perfekt. Aber passt zur Situation, gell? Genau, es war richtig ein Mist. Ja. Also, jetzt, man muss es so sagen, es ist ein Wettkampfsport. Solche genau. Sachen gehören dazu. Wir starten bei verschiedenen Vereinen. Verschiedene Vereine haben verschiedene Wertungskriterien, haben eine verschiedene Ansicht von den Sachen. Es war eine Weltmeisterschaft, das Judging Panel war aus verschiedenen Ländern. Genau. Da hast du auch andere Schönheitsideale und sonstiges, was einfach mehr gefeiert wird und Co. Tatsächlich bin ich bei den Platzierungen sehr objektiv, was das angeht, hat mich aber trotzdem und hat mich deswegen auch sehr gewundert, dass der Wolfgang nicht in die Top 6 reingekommen ist. Das hätte ich ihm auf alle Fälle schon gegeben. Wir werden jetzt aber auf alle Fälle einfach Feedback einholen. Bei uns ist es einfach auch ganz wichtig, dass wir Feedback einholen und woran wir arbeiten können oder woran es gefehlt hat oder sonstiges. Und wir vergleichen das ja auch mit dem Feedback der anderen Vereine und schauen einfach, ja, gibt es da Übereinstimmungen, genau. Was können wir einfach besser machen. Dass wir einfach beim nächsten Mal wieder nur besser performen. Genau so ist es. Ja. Also ich bin ganz ehrlich, Napa werden wir nicht mehr starten. Nein. Es gibt einfach wenig Gründe dafür, dort zu starten. Die heutige Meisterschaft war einer davon. Ja, ob es die Qualität der Wettkämpfe jetzt ist und Co. Ich sage, man kann das immer rechtfertigen mit, ja, wir verlangen dann nicht so viel Geld von den Athleten, aber du hast da einen 100er gezahlt für die Klasse. Genau. Glaube ich, aber es ist trotzdem wichtig, dass man einen schönen Wettkampf auf die Beine stellt und ich sage auch, das war jetzt in der unteren Mittelklasse, würde ich jetzt einmal so sagen. Aber ich will da jetzt auch nicht schlecht reden oder sonst was, sondern einfach die Situation ein bisschen beschreiben. Natürlich nagt es an einem, aber das ist auch ganz normal, aber wir haben unseren Job gemacht und das ist das Allerwichtigste. Und wir haben nochmal von der NPC ein Schippel draufgelegt, so wie wir es gemacht haben. Es war auch die stärkste Klasse, die größte genau. Mit 15 Starter. So ist es. Und ich sage jetzt, weißt du, machen wir ganz gemütlich weiter und lassen uns davon auch nicht runterdrücken. Nein, gar nicht. Weil, weißt du, wenn du einmal auf die Goschen kriegst, dann musst du aufstehen. Du musst weiterkämpfen. Hilft nichts. Stimmt. Und so werden wir es machen. Genau. Und deswegen, Wolfgang, gratuliere dir von ganzem Herzen. Für mich bist du der Sieger. Na, danke. Das ist wirklich meine Meinung dazu. Und ja, wir machen jetzt einfach weiter. Passt. Mit dem Gas. Und du musst stolz auf dich sein. Machen wir. Ah ja, bin ich eh. Ich bin stolz auf meine Leistung. Ich habe richtig geil ausgeschaut und ich habe es im letzten Video schon gesagt, so habe ich noch nie ausgeschaut und so wie heute habe ich überhaupt noch nie ausgeschaut. Weil ich war sowas von voll, also da war, es war auch nicht mehr gegangen. Und ja, es für mich hat es super gepasst. Perfekt. Okay. Und wir machen uns jetzt einen schönen Abend, weil darum geht es auch. Gehen wir was essen. Wolfgang hat dann eine wohlverdiente Pause verdient. Und dann geht's ab in die Herbstsaison. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Video. Wie schon gesagt, das gehört auch manchmal dazu, dass man eine einsteckt. Das können wir auch. Ja. Und sicher jetzt, können wir einstecken. Ja, und jetzt kämpfen wir weiter. So schaut's aus. Bis zum nächsten Mal.